Hallo zusammen. In diesem Video möchte ich was über konkave Linsen sagen. Konkave Linsen. Das wird aber sehr wenig sein. Wir wollen uns einfach mal anschauen, wie sehen diese Linsen aus und was für Bilder können diese Linsen erzeugen. Konkav, das sind diese ausgehöhlten Linsen. Da steckt ja das englische Wort cave drin. Also das sind die Linsen, die so aussehen. Die haben hier wieder diese zwei Kugeloberflächen, aber diese Kugeloberflächen sind diesmal sagen, so herum zusammengebaut. Also das wäre hier die Linse. Und die sollen wieder symmetrisch sein. Also das soll wieder zur Mitte zu. Diese Mittelebene soll wieder eine Symmetrieebene sein. Die Krümmungen auf beiden Seiten sind gleich. Und genauso haben wir wieder hier eine Symmetrieebene und das ist die optische Achse. Also dieselben Bedingungen, wie wir sie auch bei den konvexen Linsen angeschaut haben. Es gibt zwei Brennpunkte bei diesen Linsen. Einen auf der rechten Seite und ganz symmetrisch dazu dann einen auf der linken Seite. Sollte hier derselbe Abstand haben. Das sind meine beiden Brennpunkte. Den Gegenstand, den ich jetzt da abbilden möchte, den stelle ich mal hier außen auf. Das ist der Gegenstand oben. Der Pfeil zeigt wieder an, wo bei dem Gegenstand oben ist und dann nehme ich wieder diese typischen Lichtstrahlen, die ich immer auswähle. Diese nehme ich wieder her, um festzustellen, wo eigentlich diese Linse ein Bild erzeugt. Also einer dieser Lichtstrahlen, der sollte hier achsenparallel hier einfallen. Achsenparallel geht er hier hin. Und wir betrachten wieder diese Linse als dünne Linse, das heißt, der Lichtstrahl wird in der Zeichnung nur einmal gebrochen, nämlich hier an der Mittelebene. Ja, wo geht der hin? Der wird so gebrochen, als käme er von diesem Brennpunkt. Wenn ich jetzt also mal die Richtung dieses Brennpunktes einmale, dann würde der Lichtstrahl so weiterlaufen. In genau dieser Richtung würde der aus der Linse herausgehen. Und dann können wir uns nochmal einen anderen Lichtstrahl anschauen, den der hier durch die Mitte durchgeht, denn der würde die Linse ohne Änderung seines Weges verlassen. Dieser Strahl hier, der läuft so einfach so, nein, knapp verfehlt. Das wäre also dieser Strahl hier, der läuft hier so gerade durch. Und wir sehen gleich, da gibt es kein reelles Bild. Diese Lichtstrahlen, die von dem Gegenstand kommen, die treffen sich nirgends, die laufen einfach divergent auseinander. Trotzdem würde ein Beobachter, der hier steht, also hier stünde jemand, der schaut mit seinem Auge auf diese Linse, Der würde etwas sehen, dieser Beobachter hier. Der würde wieder vermuten, dass der Gegenstand dort steht, wo sich diese zwei Strahlen hier treffen. Der würde also denken, aha, hier steht ein Gegenstand und der schickt diese zwei Strahlen aus. Und dort, wo die zwei Strahlen herkommen, da steht er natürlich. Und für ihn sieht das so aus, als stünde der Gegenstand hier, hier in dem Schnittpunkt dieser Strahlen. Also hier würde der Beobachter den Gegenstand sehen. An dieser Stelle. Der Fuß, der bleibt ja wieder unten auf der optischen Achse, der würde also hier den Gegenstand so sehen, als virtuelles Bild verkleinert und anscheinend deutlich näher an der Linse stehen, als der Gegenstand das in Wirklichkeit tut. Das wäre also der Eindruck des Beobachters, wenn er in diese Linse hineinschaut. Ein verkleinertes virtuelles Bild des Gegenstandes. Ja, das ist eigentlich schon alles, was ich zu dem Thema sagen möchte. Natürlich interessant wird es dann, wenn ich Linsen kombiniere, wenn ich also solche konkaven Linsen zusammenbaue mit konvexen Linsen und da richtige Objektive oder Fernrohre konstruiere. Da finden dann wirklich diese konkaven Linsen dann auch ihre Anwendung. Aber hier nur mal, um das Prinzip zu erklären und zu verstehen, was für Bilder diese konkaven Linsen erzeugen. Ich glaube, dafür reicht schon dieses kleine Bild hier.